So, ihr Lieben, das war ein tolles Fest. Danke, dass ich kommen durfte. Bis zum nächsten Jahr. Weihnachtsmann, hast du nicht was vergessen? Nicht, dass ich wüsste, mein Lieber. Was ist mit deinem Säckchen? Bitte, warte, das geht dich ja wohl gar... Ach so, nein, das ist nichts. Du hast das beste Geschenk vergessen. Ich kann das nicht rausgeben. Du hast es versprochen. Gib her! Nein! Ach, du kannst es nicht haben! Es gehört mir! Lieber guter Weihnachtsmann, spiel hier nicht das Opferland, liebes... Bleib stehen! Leute, ich hab's. Aber wir müssen uns jetzt beeilen. Denn wer sich bei meinem Partner Just Legends das Zeph Bundle gönnen möchte, sollte jetzt zuschlagen. Denn es ist streng limitiert auf nur 500 Stück, also echt was Besonderes. Ihr bekommt einen exklusiven Zeph Shaker, einen holographischen Emote-Sticker, eine von mir persönlich unterschriebene Autogrammkarte und einen Performance-Booster nach Wahl, der eure FNAF-Sessions mit leckerem Geschmack und natürlichem Guarana unterstützt. Ey, ich habe meinen eigenen kleinen Shaker, Leute. Ist das nicht geil? Ich bin da so stolz drauf. Ich finde die so cool, Alter. Vor allem, das ist dieses richtige so, you got this, Bro. Oh yeah. Diese Smooth Criminal. Von den coolen Stickern hab nicht mal ich einen bekommen, Alter. Ha! Aber jede einzelne von diesen Autogrammkarten habe ich hier zu Hause gehabt und für euch unterschrieben. Halbe Sehnenscheidentzündung geholt. Leute, wer noch nie bei Just Legends bestellt hat oder die Vorräte mal auffüllen möchte, jetzt ist der Zeitpunkt. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung, sichert euch das Zeph Bundle. Wie gesagt, davon gibt's nur ganz wenig. Und trotzdem schenke ich euch nochmal 15% mit dem Code Zeph. Einfach Robin Hood, Alter. Ich hole es von den Reichen und geb's den Armen. Riesen Shoutout an Just Legends, die das für euch möglich gemacht haben. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Falls eure Eltern auch, sicherlich berechtigterweise, behaupten, ihr schaut auf YouTube sowieso nur Blödsinn, dann zeigt denen einfach mal dieses Video. Guck, Mama, der geht doch nur ins Museum. Da lernt man noch richtig was. Und sie werden vor Stolz platzen, sage ich euch. Dankt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Apropos oben. Hoch hinaus will ich zur Feier des Tages auch in dieser Episode. Und zwar genau genommen in den Dachboden. Da müssen wir mal Kraft unseres Amtes als Jugendbeauftragter dieser Nachbarschaft hier jugendamtliche Vollmachtsmaßnahmen ergreifen. Genau. Das ist nur der moralisch vorgeschobene Grund. Eigentlich geht's mir darum, ihnen kleine Häufchen in jede Zimmerecke zu setzen, aber wir verraten's noch keinem. So, findige Einbrecher würden ihm jetzt einfach kurzerhand mal mit der Brechstange über seinen Kanisterkopf streicheln, aber ich bin Mahatma Zephy, das Blumenkind, ja? Ich verabscheue Gewalt. Oh nein. Was soll ich jetzt bloß tun? Er hat mich ausgesperrt, Freunde. Ich habe keine Chance. Ich kann aufgeben. Feierabend. Ich gehe nach Hause. Nein. Mal im Ernst. Ich verabscheue Gewalt. Außer gegen Sachen. Und wenn mir meine Mutter an der Supermarktkasse nicht die Lollipops kauft. Ja, ich habe auch meine Prinzipien, okay? Und prinzipiell geht's jetzt nach oben. Wie gesagt. Da sind diverse Schlüssellöcher, ja? Die Schlauen unter euch haben es schon begriffen, dass wir dafür Schlüssel brauchen. Danke auf jeden Fall für die vielen Tipps. hier zum Beispiel, da muss ein blauer Key rein, der aussieht wie ein Froschkopf oder sowas. Ich frage mich, was wir da irgendwie drin finden können. Auf jeden Fall müssen wir hier auch noch das letzte Haus dieses komischen Hauspuzzles, was mechanisch mit dem Tresor hier verknüpft ist. frag mich einfach nicht. Wir akzeptieren viele Dinge in dieser Realität. Ja, das müssen wir finden und mal gucken, wie wir dann... Ah, verdammt, wo ist er hin? Ich habe gerade in den Patchnotes gelesen, dass die AI jetzt ein bisschen intelligenter sein soll. Hat ja wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Okay, gut. Kommen wir denn da rein? Oh, bitte guck jetzt nicht hier wieder vor. Ich rast aus. Ja, setz dich dahin. Hör auf! Das lebst du wohl nicht. Wie soll ich das denn machen, Alter? Och, Mann. Vielleicht sieht die Brechstange doch ganz attraktiv aus. Für sein kleines Haupt. Nein. Wir kriegen das auch so hin, oder? Pass mal auf. Ich muss nur einen Weg finden, mich da mal irgendwie umzuschauen. Ach komm, du leckst mich jetzt an meinen Füßen. Die werden nämlich geschwind das Weite suchen. Ist er immer noch hinter mir? Ist er hinter mir? Der ist nicht mehr hinter mir, oder? Der ist hinter mir. Alles klar. Ist gut.
Haben wir alle Shortcuts eigentlich freigelegt? Hier ging es doch auch raus, oder? Da kann er mich doch nicht... Guck mal. Hier ist Zick. Was machst du? Die Regeln sind klar. Der Mann hat auch seine Prinzipien. Ob er auch Gewalt anwendet, wenn er die Lollipops an der Kasse nicht kriegt? Mann weiß es nicht. Geh mal bitte runter. Dankeschön. Dankeschön. Ich höre es ja weinen. Oh mein Gott, okay. Das habe ich... das konnte ich mir jetzt nicht merken hier vom letzten. Habe ich das überhaupt schon gehört? Ich weiß es nicht. Oh Mann, Alter. Okay, interessant. Das ist hier irgendwie verknüpft, dieses Schloss, mit so einem Schlauch. Wo führt das denn hin? Oh, da brauchst du die Köpfe für die Figuren. True. Na gut. Da unten ist das Spinnenwebe und in dem anderen Kasten ist die Schere. Wir wissen, damit können wir die Spinnenweben zerschneiden. Es gibt das sind äußerst solide Spinnenweben, ja. Es gibt keine andere Möglichkeit. Alles klar. Da finden wir dann in dem Tresor wahrscheinlich einen Schlüssel für eine dieser Türen hier. Interessant. Okay, wisst ihr was? Guckt mal hier. Ich komme hier doch irgendwie nach oben, oder nicht? Ich schaue mich mal um das Haus drumherum, also um. Und ich glaube, vielleicht finden wir da irgendwie noch einen anderen Weg. Das ist ja eigentlich die Krux von Hello Neighbor. So richtig was davon haben wir bis jetzt ja auch noch nicht gehabt. Wow, also. Ich muss meine Monkey-Fähigkeiten hier irgendwie mal... Also, es ist eine Weile her, ja. Wir müssen noch ein bisschen üben. Wir kriegen das schon hin. Was finden wir denn da oben? Moment mal, hier geht's hoch? Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Warum habe ich das denn alles gar nicht gesehen? Ich hatte wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr. Oh! Okay. Oh. Jetzt so ein bisschen Licht werden. Nice. Wie kann ich denn... Wait. Kann mich hier überhaupt nicht bewegen? Hä? Was? Ich kann da gar nicht drauf. Warum eigentlich nicht? Das ist doch aber bestimmt der Dachboden, oder? Ich sehe nur herzlich wenig. Okay, wie dem auch sei, dann gehe ich mal hier hoch. Und wir kümmern uns gleich um den unteren Bereich. Habe ich eigentlich so eine Schere mit? Natürlich habe ich das nicht, ist klar. Warum eigentlich nicht, Mann? Ich glaube, die despawnen dann immer, wenn ich das irgendwie neu lade oder so. Das ist ja nervig. Aha. Okay. Was haben wir da? Hier ist der gelbe Schlauch. Oh mein Gott. Ah. Da muss ich so eine Antenne dran setzen. Aha. Und dann? Wie öffnet mir das dieses Schloss? I don't know. Aber was haben wir da Schönes? Geh mal hier rauf. Vielleicht kann ich dann die Adler rufen oder so. Nennt mich Gandalf, Alter. Die Adler, die lösen alles. Die fliegen mich dann direkt in den Dachboden rein. Oh mein Gott. Errungenschaft freischalten, Kletterer. Cool, Alter. Ich freue mich darüber so sehr, dass ich mir jetzt die Beine brechen möchte. Oh. Ach so. Gut. Wir nehmen den Expressweg nach unten. Okay. Gut, ich habe mein Brecheisen, das werde ich da reinfeuern in dieses... Oh, Junge, der nervt. Kann der mal weggehen? Also so for real, ne? Das ist ja anstrengend. Seine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Oh mein Gott, geh fort, Alter. Was ist mit dem? Jetzt macht er wieder zu. Oh, ey. Ich muss reinstürmen. Ich habe gar keine andere Chance. Der hat mich jetzt erst bemerkt. Ich habe keine andere Chance. Wo ist der? Ey, dieser riesige Adler hier, ne? Ja, komm, mein Freund. Hallo? Grab die Schere! Grab das Haus! Zum Glück habe ich das gleich gesehen. Ja, roll mal schnell auf, mein Freund. Okay, was macht das jetzt? Cool. Nice. Okay. Das ist gleich hierfür? Oh no. Oh no. Was zum Teufel soll das sein? Was ist das? Eine Lampe, okay. Oh, jetzt habe ich mein Brecheisen nicht.
Das wäre hier ein schöner Shortcut gewesen. Was ist denn hier los? Oh. Der Vogelmann, Alter. Der ohne Flügel gar nicht so viel machen kann. Was? Warum wohnt da auch immer eine Spinne? Oh. War das dieser Raum, den ich von oben gesehen habe? Ich weiß gar nicht. Hier ist der Herzki. Die Herzensdame. Die müsste ich vielleicht mal noch finden. Also in diesem Spiel hier, meine ich. Weird? Okay, aber ich meine, wir haben einen anderen Schlüssel. Was ist das hier? Ich verstehe gar nicht. Kann man damit irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Oh, in die Garage. Aber warum können wir da nicht rein? Vielleicht nur von der anderen Seite oder so. Ui! Na, das ist jetzt doof. Ich bin nicht mehr hier, Alter. Ich bin weg. Ich bin fort einfach. Erwart nicht mehr zu finden. Stop. In den Patch Notes steht halt wirklich, die sind schlauer jetzt. Ach, come on. Wirklich? Guck ihn euch an. Mit seinem massiven Gehirn, Alter. Nichts kann er tun. Oh, hör auf jetzt. Der ist nicht schlauer. Der ist einfach nur nervig. Oh mein Gott. Oh Gott, okay. Wow. Das ist nicht sein Ernst. Der ist ein Fail. Der ist übrigens ein Versager, Digga. Was willst du tun? Ach komm. Das ist halt nicht bedrohlich oder gruselig. Das ist einfach nur ein bisschen anstrengend. Gut. Kann man hier von hier aus irgendwo lang? Irgendwo drüber? Kann man das aufmachen? Nee. Geh mal hier raus, Alter. Moment mal. Oh, Mensch, immer. Oh, guck mal. Hier ist halt noch ein kleiner Vorsprung und dann hört es auf mit dem Vorsprung. Nee, hier war leider noch nichts. Okay, ich dachte, ich fall runter. Ich glaube, da ist vorbei, ne? Ich kann hier nur so ein bisschen drumrum gehen. Ah, schade, ey. Ich dachte, ich finde hier noch irgendwie was. Ich weiß nicht, ob, wenn ich da... Okay, gut. Sehr gut. In die Garage kommt man nicht von da rein. Hier ist die Tür offen. Das haben wir bereits... Dafür haben wir gesorgt. Oh, hier ist ein... Brecheisen. Gott. Hier war ich noch gar nicht. Wir können hier in die Garage. Oh mein Gott. Und was finden wir da? Geile Karre, ey. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Haben wir hier irgendwas von Wert? Es muss doch einen Sinn haben, dass wir hier sind, oder nicht? Können wir uns zumindest schon mal verstecken? In der Kiste? Oh, der Türgriff. Okay, nice. Und jetzt? Okay. Ich habe die Handbremse angezogen. Das war die Öffnung für den Kofferraum? Was? Das ist doch bescheuert. So ein Quatsch. Ach, was weiß ich eigentlich von Autos. Hä, da kann man auch was dran machen. Das ist wie so eine... Oh mein Gott. Okay, was macht man denn da dran zur Hölle? Das müssen wir uns merken. An das Auto vorne kommt irgendwas hin. Können wir hier aufmachen? Ne, können wir nicht. Wir brauchen einen Schraubenschlüssel. Mir ist so, als würden wir den noch für was anderes brauchen. Der hat mich. Ist egal. Wo ist das Wildschwein? Der hat mich schon wieder verloren. Hier, ne? Ja, das sieht wildschweinmäßig aus. Okay, alles klar. Jetzt brauchen wir mal für den... Der Herzschlüssel. Wo haben wir das hier? Ah, hier brauchen wir oh mein Gott! Boah, das hat mich leicht erschrocken. Ich hab deinen Scheiß! Okay. Also, ja. Ey, der kommt einfach nicht hierher.
Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwo auch noch was. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich Hello Neighbor geschädigt, noch von früher. Wo man irgendwie überall rein kann und noch Sachen findet und so. Okay, hier war jetzt die Tür. Sein Schlafzimmer, Alter. Da möchte ich eigentlich nicht so viel drin rumwuseln. Was zum Teufel ist? Soll das ein Kamin sein? Du hast die Öffnung und den Schornstein vergessen. Oh! Oh, hier brauchen wir wieder irgendein Gewicht. Ah! Was ist da? Ein Zahnrad. Der kommt jetzt hier rein, oder? Das hört er doch. Der ist auf jeden Fall hier oben. Und hier hören wir wieder das Wimmern. I don't know. Was haben wir hier drinne? Oh, eine Cutscene. Der hat sich mit ihm ablichten lassen. Das ist sein Haus, wo der Polizist drinne war. Help me. Oh nee, das ist eine verzerrte Wahrnehmung. Oh oh. Verdammt. What? Was? Warum bin ich denn hier? Die Macht hat nichts genützt. Oh, ich kann noch nicht? Ich kann vielleicht noch nicht alles holen. Jetzt muss ich zu dem Typen da. Wait, for real? Moment. Boah, das check ich jetzt gar... Das ist wahrscheinlich einfach ein neues Chapter, was ich jetzt aktiviert habe, aber... Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ist es da hinten? Ich habe keinen Plan, ob ich zum Museum kann. Ich hätte da gerne weitergemacht. Das ist ja interessant. Das muss es doch sein, oder? Nee, das war irgendwie blau, das Haus. Bin mir nicht sicher gerade. Oh, hier, guck mal, ist jetzt ein Weg. Natürlich ist es das. Was habe ich denn alles mit? Als Brecheisen natürlich nicht. Shit. Das habe ich irgendwo reingefeuert. Nee, das habe ich gehabt, als ich die Cutscene aktiviert habe, oder? Oh Mann, jetzt gib mir doch das wieder. Der hat eine Knarre, ne? Das habe ich gesehen auf Screenshots. Oh nö. Wetten, das muss ich aufstemmen mit Brecheisen? Nee, muss ich nicht. Hm. Dann hoffe ich mal, sie haben hier viele Spinnenweben. Ey, das sieht so interactable aus, ne? Aber scheinbar nicht für mich. Geh mal hier hoch. Hup. Oh nein. Ich habe in der Beta diese Stelle voll gehasst. Was mussten wir denn da nochmal machen? Ich weiß gar nicht mehr. Okay, wir gucken mal. Hier müssen wir eine Karte zusammensetzen. Okay, verstehe. Hier müssen wir ein Geweih dran setzen. Boah, Junge. Wir finden das alles raus. Alles finden wir raus. Hier kann ich doch ein paar Köpfe mitnehmen, oder? Werde ich da nicht fündig? Komm schon. Das können wir nicht mitnehmen. Ja, da müssen überall Teile der Karte dran. Oh, hier ist ein Brecheisen. Oh, sehr gut. Da fühle ich mich irgendwie gleich wohler mit, wenn ich das in der Hand habe. Ansonsten gibt es hier mal ja auch nicht so viel. Ey, mein Freund. Oh, nee, das ist genau so eine Lusche. Oh Gott. Ey, die Areale, wo die sind übelst klein immer. Ich kann mich da gar nicht bewegen. Die Gewächshäuser, die machen gar nichts. Also da kommen wir nicht rein. Das klingelt natürlich. Das lenkt den halt ein bisschen ab. Wie war denn das? Wir mussten irgendwas craften, was der dann abschießt. Aber die Frage ist, müssen wir das hier auch machen? Das sieht irgendwie nicht so aus. Wir brauchen eine Schaufel, wir müssen hier was ausgraben. Ich will nichts ausgraben auf einem Gelände von einem Jäger, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Wo verwunschen? Wenn wir noch ein Stückchen in die Richtung gehen, dann finden wir Elben, Leute. Einfach Elben. Ist ja auch eine Klingel. Da ist ein Raum. Da kommen wir sonst nicht rein. Müssen wir von hier aus hingehen. Yeah.
Wenn ich crouche. Oh, hier, guck mal. Da muss ein Schalter hin. Und dann kriege ich dieses Teil. Es ist ein Teil der Karte vielleicht. Kommen wir hier rein? Ne, wir kommen da nicht runter. Schade. Bitte geh weg. Bitte geh weg. Bitte dreh dich nicht um. Quatsch! Oh mein Gott, what? Au! Ich komme hier nicht weiter. Achso, ich werde gestunt. Oh, na toll! Ist das dumm? Warum? Was macht denn der? Hä? Ich bin dann einfach irgendwie stuck? Oh mein Gott, okay, wir müssen da hoch. Aber da. Oh, wait. Kommen wir da hoch? Komm, halt dich fest! Oh, das geht nicht! Und wir können das hier nicht so crafty machen wie in den alten Teilen. Komm hier, halt dich fest! Nee, das klappt nicht. Ich soll da nicht hoch. Okay, die Frage ist aber, was mein Vorgehen ist. Hier komme ich auch nicht hoch, ne? Moment. Oh. Warte mal. Mit Anlauf. Hopp. Nee, nicht so richtig. Puh. Wo soll ich jetzt hier was finden? Da ist was drin. Wir müssen die Mikrowelle wieder in Gang kriegen. Ach komm schon! Oh mein Gott, Mann, no! Oh. Es wird sehr nervig, glaube ich. F? Nein! Nein, nicht! Ach, das bringt mir bitte nichts. Das ist nur Ablenkung. Der kommt gleich wieder her. Wo stecken wir denn das F hin? Warum kommt er gleich hierher? Was? No way! Ich dachte, das ist ein Stealth-Game. Come on! Ein bisschen Chance musst du mir ja auch lassen. Okay, wir haben ein F, Leute. Und wir haben schon wieder keine Brechstange. Das rächt mich auf. Hier, Moment. Ich habe keinen Plan, wo der ist. Das her. No! Renn! Renn! Oh mein Gott! Wie soll ich es denn aber auch machen? Boah, Junge! Okay, ich werde jetzt nur noch mich crouchend fortbewegen. Aber der kann mich halt überall abpassen. Ich habe keine Info, wo der lang geht. Das ist einfach so uneinsichtig. Der Typ ist hardcore, Mann. Wait. Oh! Was machen wir jetzt mit dem F? Der im Kühlschrank irgendwas? Das können wir nicht aufmachen. That for real? What? Okay. Ja, da wird er sein, genau. Ganz genau. Es gibt quasi keinen physikalisch anderen Weg, wo ich hingeflohen sein könnte. Der kommt gleich wieder. Ja, solange der hier unten ist, da kriege ich überhaupt nichts auf die Kette. Der kommt nicht klar. Oh, die anderen haben mich dann immer aus dem Schrank geholt. Ey, der guckt sich nochmal um. Okay, der ist ein bisschen smarter. Also, nicht overall gesehen. Okay, oh, hier muss ich das dran machen. RB. Also B und C brauche ich noch. Was immer das bedeutet. Jo, ich muss mich von einem Schrank zum anderen hier hangeln. Das ist jetzt Strat. Aber keine Ahnung, wo ich die anderen Knöpfe finde. Boah, puh, das wird eine harte Episode, glaube ich. Der kommt gleich wieder zurück. Die sind. Das Ding ist. Ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll.
Ich finde es halt ein bisschen anstrengend, dass die Areale so klein sind. Du kannst dich halt... Das ist immer das Problem. Du kannst dich halt nicht wirklich verstecken. Und ich kann nicht irgendwie... Ich kann nicht irgendwie um die Ecke sneaken. Ich kann halt hier rausgehen. Er wird gleich wiederkommen. Oh, dieses Zimmer hier, stimmt. Oh, da hat er mich halt schon einmal gekriegt, ne? Ich kann hier gucken. Jetzt kommt er halt hier rein. Ja, why? Ich bin nur gecrouched. Wie macht er das denn? Come on. Oh, guck mal dort. Da haben wir eine Truhe, die ist verschlossen. Oh, hier ist der Hebel für den Bär. Und da liegt auch noch irgendwas da auf dem Boden. Da ist noch eine Schere. Wir brauchen die Crowbar. Die Crowbar, wo war denn die nochmal? Ich glaube oben. Es hat jetzt eine Weile gedauert, bis ich hier das Layout irgendwie rausgefunden habe. Aber ich glaube, irgendwo hier im Regal. Moment mal. Achso, wir kommen hier rein. Da hinten. Ich renne mal. Weil dann kommt der nämlich hier hoch. Und dann kann ich nämlich den ganzen Weg hier runter mir vielleicht einen kleinen Vorteil sichern. Der war gerade unten, weil der hat die Tür geschlossen. Aber ich komme hier durchs Fenster. Komm schon! Das wird er hören. Das wird er sowas von hören. Ich glaube aber in der Beta war es so, dass er mich hier nicht kriegt. Es sieht halt ein bisschen anders aus hier alles. Da trocknet ein Kuhfell. Alles klar, es ist so ein Ed Gein-Scheiß hier, Alter. Ich weiß auch nicht. Okay, ich habe den Hebel. Ah, nee, da liegt gar nichts. Das ist nur von der Halterung. Okay, alles klar. Dann könnte ich ja mal... wo war denn das mit dem Bär? Das war nicht ganz oben, das war irgendwo in der Mitte. Weil wir hier in der untersten Etage sind. Dann nutze ich vielleicht mal die Gelegenheit, schaue mich hier um. Ich kann mich halt nicht verstecken, sobald ich... Okay, was haben wir da? Ja, der sieht mich sowas von. Der sieht mich nicht! Was hat ihn denn jetzt aber bewegt, hier nach unten zu kommen? Das verstehe ich halt nicht. So unberechenbar, Alter. Okay. Okay. Grunz, grunz. Oh, fuck. Ah, come on. Ich wollte das eigentlich nicht. Was mache ich denn mit den Farbeimern jetzt hier? Die stehen auch überall rum. Oh mein Gott. Wir nehmen den Hebel. Hä? Hör auf! Ich komme in Frieden! Holy shit! Das hat mich gescared. Da ganz oben ist bestimmt eine Schaufel hierfür, oder? Oh Mann! Ich muss in die zweite Etage. Lass da mal schauen. Warte, 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 warte. Ich setze das auf den Bär. Das Ding hat mehr Etagen, als man denkt hier. So. Von wo aus kommen wir da rein? Natürlich von der Treppe. Ich muss halt da noch eins runter. Ich könnte auch... Hier komme ich ja noch hoch, ne? Moment. Hier auf die kleine Kiste, dann auf die große und dann hier aufs... Warte mal. Das ist doch aber intendiert, dass ich jetzt hier bin. Aber wieso? Komme hier nicht rauf, aber hier komme ich hoch. Oh, Moment. Kann ich da drum rumlaufen oder hier hoch? Hier hoch. Okay. Und dann kann ich hier rein. Oh, was nützt mir das? Hier ist die Schaufel. Oh mein Gott. Ich kann sie nicht nehmen. Was werde ich denn los? Halt, die Drohne, die brauche ich doch nicht, oder? Ist egal. Nimm die Schaufel. Okay, dann grabe ich aus, was immer da unten ist. Ich würde gern irgendwie sanft landen. Wo waren jetzt diese Haufen? Hier irgendwo an einem Zaun. Ich weiß nicht mehr, wo genau. Hier. Nee. Nicht neben der Bank?
Hier war's. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was ist da? Ein Tresor! Ah! Okay, da müssen wir die Karten für finden, bestimmt. Weil die Pins alle unterschiedliche Farben haben. Oh mein Gott, ach so. Oh nein, hör auf. Jetzt sind alle meine Gegenstände weg. Och Mann, Alter. Da, schaut's euch an. Die Pins in den Farben, das ergibt nachher irgendeinen Code. Auf dem einen waren auch, glaube ich, Zahlen drauf. Die Sache ist jetzt, ich muss es irgendwie in die andere Etage dort schaffen. Hier ist auch nochmal so ein Wildschwein. Muss ich da irgendwie ran? Nee. Ah, jetzt hat er es wieder gehört. Jetzt kommt er wieder. Okay, jetzt kann ich endlich hier das Ding an den Bären machen. Und mir die Karte schnappen. Okay. Die kommt jetzt oben an die Pinnwand. Ist mir egal, ich renne jetzt hier rum. Ich kann hier gleich die Treppe hoch. Oh, ey. Puh. Der weiß halt genau, welche Karte ich hab. Ich weiß nicht wo. Macht er das automatisch an die richtige Stelle? Ja, tut er. Okay, Leute, ich habe jetzt nochmal den Wildschweinkopf aktiviert. Wie auch immer, runtergedrückt. Ich weiß nicht, was das macht. Das hier leuchtet auch, aber das braucht halt noch ein Geweih, ne? Aber auf jeden Fall wird er zurückgesetzt, wenn wir gefangen werden. Oh! Zieht euch mal rein! Was haben wir da drin, ne? Den Schlüssel? Das dachte ich mir. Für unten diese kleine Truhe. Oh, wir kommen endlich weiter. Ich bin schon fast am Verzweifeln hier. Okay, wir lenken den hier mal ab. Es juckt den einfach nicht. Funktioniert. Es juckt ihn. Alles klar. Hier unten kann er uns, glaube ich, nicht kriegen. So, was haben wir da jetzt drin, ne? Ein Teil der Karte. Okay, wunderbar. Lass uns das mal saven. Weil alles, was wir... Oh! What? Oh, wie? Junge! Okay, das hier ist Nummer 8. Okay, da sind die Zahlen drauf, die einzelnen. Manchmal verfolgt er mich halt nach draußen und manchmal nicht. Gut, jetzt bin ich aber wieder genauso aufgeschmissen wie vorher, weil ich weiß nicht mehr, wo wir gucken sollen. Wo geht's denn hier rein? Das ist der letzte. Oh. Kommt man da auch von innen rein, oder? Moment, finden wir hier vielleicht ein Stück von dem Geweih? Ich würde da gerne einfach irgendwas irgendwo abbrechen. Aber so einfach wird mir das Spiel nicht machen. Oh, von hier. Aus diesem Bärenzimmer. Oh, okay. Wie kommt man denn hier? Wie soll man denn hier rankommen? Ach, hier über den Schrank. Oh, hier ist ein anderer Buchstabe. Oh, nice. Zum Glück bin ich hier lang gewatschelt, würde ich gerade sagen. Das Problem ist jetzt, hier rauszukommen ist ein bisschen tricky. Oh, der Shortcut wäre darunter. Wenn ich mich jetzt hier fallen lasse, nämlich, dann, ich würde... Ja, genau das ist das Ding. Oh mein Gott, nein! Hör auf zu spinnen, Alter. Okay, ich weiß nicht, wo er hingeht. Ich nehme mal mein... Ich hab das Brecheisen nicht. Ich kann da keinen Shortcut machen. Aber kann ich raus? Ich sehe halt auch überhaupt nichts, wenn ich gecrouched bin. Ich renne einfach. Was safe ist, ist safe. I'm sorry. Okay, gut. Der letzte... Moment mal, wo waren die ganzen Wildschweinköpfe? Da hängt einer, den kann ich aktivieren. Und unten ist einer. Oh, der wäre draußen gewesen. Okay, dann warte ich mal, bis er irgendwo anders hingeht. Am besten in den Raum. Ja, tu's mal. Hören wir die Tür? Wir hören die Tür. Okay. Und hier raus, die Klingel aktivieren. Oh, ist gar... Der hat gar keine Klingel? Hä, von der anderen Seite nur, oder was? Ich renne. Das war's noch nicht? Ich weiß halt nicht, was das macht. Okay, wir haben nichts aktiviert, scheinbar. Das ist merkwürdig. Ich habe gar keinen Plan, wo der ist jetzt.
Also ich habe ja noch den anderen dort, ganz oben. Aber wie kommen wir denn an den ran? Ich guck mal, ob ich noch einen Weg finde, nochmal rein hier. Moment mal. Wenn wir hier raufgehen, bei diesem Geheimgang habe ich... Oh, da brauchen wir vielleicht... Will ich die Bretter hier abmachen? Nee. Und hier ist eine... Hier ist eine Kante. Aber da ist noch ein Vorsprung. Oder gehört das hier zu dem anderen? Ah, das gehört hier dazu, ne? Gibt es einen Weg, wie wir da... Was liegt denn da? Oh, achso, das ist meine Drohne. Gibt es einen Weg, wie wir da reinkommen? Moment mal. Dass wir an den anderen, der da oben in dem Raum, so weit oben ist. Dieser eine Kopf. Ich glaube zumindest nicht von hier. Also würde mich wundern. Ach, hier ist auch sonst gar nichts mehr. Oh. Wait. Jetzt ist grün. Gehen die nach einer Weile wieder hoch? Boah, das wäre ja asozial. Ach, von hier kommt man ja auch easy hoch. Oh mein Gott. Dass ich das nicht ge... Also easy ist immer relativ. Dass ich das nicht gecheckt habe einfach. Okay, gut. Ich weiß halt nicht, in welcher Reihenfolge und Geschwindigkeit wir das machen müssen. Oh, der schläft. Oh oh. Oh oh, okay. Das sind jetzt die anderen. Moment, hier ist der letzte dann. Oh mein Gott, ist das hakelig, ey. Hopp. Okay, und hier hoch. Ja. Hat das was gebracht? Das hat sich fast so angehört, als würde das irgendwas öffnen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Moment mal. Da sterbe ich doch nicht, oder? Oh, ich hoffe nicht, ey. Na, ich kann nicht weiter. Hör auf! Geh rein! Boah, Junge! Ja, was machst du jetzt? Die sind noch aktiv. Entweder ich bin noch in der Zeit oder ich muss die einfach nur... Bin ich zwischendurch gestorben? Ich weiß es gar nicht. Was ist leuchtet hier? Das ist immer dieses leuchtende Buch, Alter. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Okay, der ist draußen. Ist okay. Was hat sich denn jetzt... Der kommt gleich wieder rein. Ja, er ist wieder drin. Was hat sich denn... Oh, Gott damn it, Mann! Ach, jetzt sind wieder alle deaktiviert. Geil. Nee, sind sie nicht. Ich hab's gesaved. Oh, die Mikrowelle ist auf. Ja, I'm sorry, Leute, aber diese Connection... Die kann ich halt daraus logisch jetzt nicht schlussfolgern. Wisst ihr, was ich meine? Okay, wir haben einen anderen Teil der Karte. Können wir den bitte haben? Dankeschön. Dann gehen wir jetzt hoch, pappen den da dran. Und da, das ist auf jeden Fall irgendwie... Moment, der ist hier oben, ne? Das ist das Problem. Liegt der im Bett? Nee. Der ist unten. Der ist hier. Auf jeden Fall irgendwie so eine Schatzkarte oder so. Darf ich jetzt nicht kriegen. Also ich meine, gut, dann spawnt die wieder in der Mikrowelle. Das ist egal. Aber ich will es da gerne schon mal dran setzen, weil das haben wir dann safe. Okay, dann brauchen wir, glaube ich, nur noch ein Teil. Ja, sehr gut. Nee, das ist... Ah, der macht das nicht in der richtigen Reihenfolge per se. Aber das ist richtig. Okay, den grünen Abteil. Brauchen wir noch. Alle anderen sind korrekt. Warte mal. Oh! Ich wollte mir kurz die Zahlen angucken, damit ich vielleicht den Code schon mal sehe. 8, 0, blau, lila, weiß. 8, 0, 1, 6. Und die letzte Zahl können wir raten. 8, 0, 1, 6 raten. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das ist irgendwie richtig. Okay, cool. Ein Schlüssel. Wofür denn? Ein Buch. Wir haben das System gedribbelt, Leute, aber, geht das jetzt zurück ins Museum? Oh, das könnte ich mir vorstellen, Alter. Moment mal. Wo führt dieser Buchschlüssel hin? Ich könnte hier rein, oder? Ich hätte hier die ganze Zeit reingekonnt. Ha. Oder... Shit. Oder ist das jetzt erst wieder offen?
habe keine Ahnung. Was zum Teufel macht der? Falscher Weg, falscher Weg, falscher Weg, falscher Weg. Er hat mich. Oh, hier rein. Ey, so, ey, das war geraten. Ich schwör, das war geraten. Ich schwör's. Okay. Aber gut. Gut, 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 gut. Jetzt müssen wir die, ne, einen Tierkopf haben wir schon. Was? Oh, da müssen wir einen Code eingeben. Aha. Verstehe. Da ist eine Überwachungskamera für das Auto. Hier kriegen wir... der Code... Ah, die... Irgendwo muss eine Uhr sein. Da kriegen wir den Code. Und ansonsten? Guck mal, hier ist ein Foto von dem Typen, der in der Villa wohnt. Oh, das muss da vorne dran. Okay, alles klar. Aber was passiert dann? Frage ich mich. Geh mal... Autsch! Okay, es ist gut. Ist gut, dass es so abgepasst ist. Moment. Wir gehen in die Garage, da kommen wir hier rein. Das haben wir ja freigespielt. Da bin ich gespannt. Moment, nee. Wo geht's zur Garage? Ach, come on. Hier ist ein kleiner Verschlag. Da können wir uns verstecken. Wo war denn das nochmal? Ach, hier. Ich glaube hier. Ja, genau, 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 genau. Okay, setzen wir das Ding da drauf und was passiert dann? Geht die Motorhaube auf oder was? Ja! Ein Zahnrad? Oh, cool! Für meine Zahnradsammlung. Eins habe ich schon. Oh. Oh, hier? Komm schon! Okay, das andere Zahnrad war doch irgendwie hinter so einem Geheimgang in irgendeiner Tür. Also Geheimgang über dem Bett. Dafür braucht man ein Gewicht. War das das? Oder verwechsel ich das gerade? Ich glaube, das war genau dort. Hier komme ich nicht hochgecroucht. Ich muss hier aufstehen und dann kommt der her. Ist so dumm. Oh, es knarzt. Es zirscht. Ich kann ihn hier zu glücklicherweise einfach outrunnen. Also easy peasy. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Es war hier. Es war hier. Genau da oben. Aber wo ist das Gewicht? Sieht es doch auch so aus, als könnte man das irgendwie verschieben. Oh, ich weiß nicht wo. Hier war das Foto drin nur. Wo ist denn der? Ich weiß es nicht. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ach, hier ist das Gewicht. Okay. Ah! Aha! So, okay, cool, dankeschön. Nice. Wohin das Zahnrad? Das war laut. Aber jetzt haben wir hier einen kleinen Shortcut. Jetzt. Okay. Der hat uns schon wieder verloren. Ja, easy. Hier, siehst du, das ist groß. Das macht wesentlich mehr Fun. Okay, wir tun das hier hin und jetzt brauchen wir noch das Grüne. Weiß der Geier, wo das ist. Oh, hier kommen wir nicht rein. Da muss man das Brett abmachen. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Okay, Leute. Dieses Globus-Rätsel. Ich weiß nur nicht, was das soll. Wenn ich das drehe, hört es irgendwann auf. Ich denke mal, ich muss das irgendwo anhalten. Oh, hier bei dem Finger? Das würde Sinn machen. Oh mein Gott. Woher soll ich denn das wissen? Moment. Ah, ich habe Angst, dass der kommt. Oh! Okay, man kann das auch ein bisschen brute forcen. Er geht erstmal schnubbeln. Das ist aber cool. Oh! Was? Wieso denn? Ich verstehe das nicht. Die AI ist so broken, Alter. Ja, der kommt jetzt, ne? Natürlich kommt der. Okay, die Uhr stellt sich auf irgendwas Ominöses. Ich muss es gleich mal sehen. Und das wird dann der Code sein für den Tresor. Ich weiß nicht was. Okay. Ich muss auf der anderen Seite runter. Ah, da ist wahrscheinlich der andere Tierkopf drin.
Wie denn? Ja, wahrscheinlich, weil ich gerannt bin. Aber manchmal ist es... Ich muss mich halt auch irgendwie ein bisschen bewegen hier. Aber das ist ein Stealth-Horror-Game. Na, ist halt trotzdem bescheuert. 11:35 Uhr. Glaube ich. Meine ich zu sehen. Ich muss jetzt wieder in den exakt gleichen Raum rein. Was tut er da? Denkt über sein Leben nach? Ich weiß nicht, wo man den Schraubenschlüssel findet, by the way. Ich muss auf die andere Seite. Ah, da ist das Buch. Sorry, das habe ich nicht gecheckt. Wegen dem Key vorhin im Safe. Ist es 11.35 Uhr? Moment. Ah. Zack, 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 zack. Ah, es ist exakt so. Und nun? Ist wieder ein Key-Item. Wir kriegen noch ein Stückchen von der Story. Rabe. Das ist unten. Wir sind der Junge. Eine goldene Apfelmünze. Lol. Das erinnert mich an die alten Tage. Ich habe keinen Plan, was das bedeuten soll. What? Uralter Fluch. Also wir haben dort keinen Schlüssel. Oh nein. Der andere Tierkopf ist bei ihm. Yippie! Na dann, auf geht's, würde ich mal sagen. Da finden wir auch dann irgendwo eine Schere und irgendwo sicherlich ein Brecheisen. Und da müsste dann der Bärenkopf sein. Wir müssen jetzt erstmal. Ich glaube, da ist ein Hund. War da nicht immer irgendwie ein Wachhund? Nee, hier ist nichts mehr. Hier ist nur eine Schaufel für was auch immer. Der hält doch irgendwas. Moment. Willst du das hier? Nee, das will er nicht. Okay, keine Ahnung, wofür wir die Schaufel brauchen. Interessant. Wir schauen mal. Das ist dieser übelst reiche Schnösel. Das ist doch nicht der Typ, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wohnt der hier. Was hat er hier auf dem Rost? Das kann ich noch nicht. Ich muss das löschen. Wie kann ich das Ding ausmachen? Mit einem Feuerlöscher. Wo kriegen wir denn nochmal den... Oh, Moment. Na, ist gut, ist gut, ist gut. Richtig nicht auf. Wir kriegen den Feuerlöscher bei der Bäckerei. Ah, da muss ich da hin wahrscheinlich. Dort drüben, ne? Wenn wir da reinkommen. Ich habe keinen Plan. Aber es sieht so aus, als stünde uns hier der Weg offen. So, Augenblick. Geht's da noch weiter? Es ist so einfach. Nee, ist zu, ne? Autsch. Autsch. Nein. Au, au, au. Nein. Au, 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 au. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Oh mein Gott, hör auf. Boah. Excusez-moi. Ich muss das mal kurz stibitzen. Wow. Wow, ich bin so frech. Ich bin absolut dreist. Jetzt, dann beenden wir mal die kleine Barbecue-Saison hier gerade. Wie geil war das, bitte? Sehr schön. Wer, wo? Was? Wer hat mich? Hä? Oh, Doggy! Oh, da müssen wir was ausgraben. Das Zepter. Ah, der bewacht das. Okay. Ich hab's schon begriffen. Und der jetzt steht da. Es geht aus. Oh mein Gott! Hui weiter! Jetzt wird she said. Nice! Gut. Das geben wir jetzt dem Hund. Alter, sieht delicious aus. Delizioso. Moment. Nicht beißen. Hier. Ja, Geilomatico. Und die Schippe? Ach nein, das ist jetzt ein Problem. Wo haben wir die denn jetzt?
Oder habe ich die noch? Ach, die habe ich noch. Ach so. Okay, ich dachte, die habe ich wieder irgendwo fallen lassen. Gut. Da wird das schon mal erledigt hier. Der Schaufler vom Wiesenhof. Alles klar, der ist erstmal beruhigt. Der will mich nicht mehr footen. Die Frage ist jetzt... Nein, ich will das nicht ansprühen. Was mache ich denn damit jetzt? Das kommt da drin, das kommt da irgendwo rein, oder? Ey, so allmählich, diese mechanische Verzahnung dieser ganzen Stadt ist absurd. Okay. Wo kommt dieser Krug hin? Die müssen alle manchmal einfach mal ihr Leben reflektieren. Und sich Bilder von Orangenscheiben aufhängen, offensichtlich. Ich gehe mal hier, ich guck mal. Oh, Alter, das ist groß, das gefällt mir wieder so viel besser hier, dieses Level. Ach, hier ist auch ein Feuerlöscher. Ja, wusste ich halt nicht. Was haben wir noch so? Servietten, Geschirr, ein Hintereingang. Okay, den benutze ich gerne mal. Aber dazu später vielleicht mehr. Ich hoffe, er ist festgebackt. Ich hoffe es einfach. Nee, ist er, glaube ich, nicht. Ich schätze mal erst weiter. Oh, hier können wir wieder Musik auflegen. Wie groß ist es noch, bitte alles? Oh! Ah, wir brauchen mehrere von den Dingern, aber... Was machen wir am Ende des Tages damit? Wir müssen halt irgendwo hin. Irgendwo drauf. Das sind halt die Sachen, die wir jetzt hier sammeln müssen. Statt irgendwie Karten sind es jetzt hier diese Krüge. Krüge, das möchte ich. Mal hier hoch. Irgendwas hier mit der Dachpartie anfangen. Oder ist das alles bloß Zeitverschwendung? Ne, wir könnten hier rein. Ich weiß nur nicht, ob uns das was bringt. Ja, das wäre in der Tat irgendwie ein Shortcut. Ich habe aber nicht die... Können wir mit der Schaufel das einschlagen, bitte? Grandios. Was ist das? Weird. Okay. Wo finde ich jetzt bitte... Ah. Ist auch irgendwie was. Da oben ist noch... Was ist da? Da ist noch was anderes. Oh. Okay, das muss man irgendwie runterlassen. Ach, die müssen hier drauf. Ach, 5 Stück. Nee. Da drauf? Och, I don't know. Oh mein Gott. Liebe Freunde, kann vermutlich ein Weilchen dauern. Ja, wir brauchen eine Brechstange. Die müssen wir erstmal finden. Dann da oben die Scheiben rein, dann von oben auf die Balken. Fantastisches Bad. Hier ist ein kleines Boot, aber... Dieses Waschbecken, Alter. Ist es auch eine Trophäe? Oder nicht? Ich weiß nicht, was wir sonst damit machen sollen. Wo komme ich denn da hin? Verfolgt der mich noch? Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist wieder runtergegangen, oder? Der hängt halt nur unten rum. Hier in der Nähe vom Klavier. Da ist ein Bild mit Booten. Moment mal. Können wir da vielleicht hin? Der gibt halt übel schnell auf. Das ist witzig. Hier, das sieht doch aus wie... Guck mal hier, was... 8691. Das ist ein Code. Das Hundeleckerli haben wir ja schon. 8691. Oh, hier ist eine Falltür. Warte mal, ich geh mal hoch. Komm mal da von oben irgendwie rein. Wenn wir hier rausgehen. Moment mal. Hier. Ja, ne? Bin zu dick? Okay, cool. Und nun? Boah, ist alles irgendwie scary hier. Puh. Kann man ja von hier oben irgendwo ran? Nee, nicht wirklich. Ich bin über dem Haupteingang. Boah. Und jetzt? Hier von A nach B ganz langsam. Aber das nützt mir hier auch alles irgendwie nichts. Okay, Leute. Hab's Brecheisen. Das müsste doch klappen jetzt hier. Wait, hä?
Kann ich ein... Das geht so nicht? Oh! Es geht, aber wie habe ich das denn jetzt gemacht? Whatever. Auf jeden Fall war ich erfolgreich. So, jetzt das nicht versauen hier den Sprung. Oder den Drop, besser gesagt. Okay. Sehr gut. Gehen wir erstmal hier lang. Von hier aus führt ein Kabel da zu dieser Sicherung, zu diesem Laser. Ich weiß nicht, was ich tun muss, um der Sache Herr zu werden. Oh nein, mein... Ja, jetzt ist mein Brecheisen natürlich weg. Och, wo ist es denn? Da unten ist es hingedroppt. Och, Mann. So, weg ist es. Ich nehme die Sicherung raus. Und das müsste dafür sorgen, dass da der Strom ausgeht. Sehr gut. Wir haben wieder einen Pokal gefunden. Die Frage... Okay, hier ist in diesem Haus das verdammte Brecheisen. Aber ich kann das hier nicht kaputt machen. Ja, da ist wahrscheinlich auch nichts dahinter. Ja toll, wie hätte ich das denn kriegen sollen ohne? Hier rein? Wie? Ach, da kann man vielleicht irgendwo hochklettern oder so. Okay, hier können wir nur ein bisschen was sehen. Ich drop mal hier runter und gehe in den Raum und schnapp mir den Pokal da. Darf ich bitte? Dankeschön. So. Jebit! Dankeschön. Die Sicherung brauchen wir bestimmt irgendwo anders noch. So, das war's nicht. Das war hier der Nebenraum. Hoffe ich. Yes. Nee. Das hier. Ich glaube, so ist korrekt. Ja, okay. Alles klar. Wir brauchen noch 3 Stück. Ja, wo auch immer die sein sollen. Ich habe keine Ahnung. Oh, irgendwo oben doch, ne? Moment. Wo, in welchem Raum waren das? Von wo aus können wir das? Von hier. Oder, das ist eine Gießkanne. Wie kommen wir denn da hin? Hier ist auch ein Bild mit einem Schiff. Kann man da irgendwie raufklettern? Da gibt's halt gefühlt irgendwie keinen Durchgang. Können wir das absenken? Ich weiß nicht. Ich könnte wetten, das hat was mit dem Klavier auf sich. Das ist auch ein Rätsel. Oh, hier kann ich gar nicht rein. Gelb, rot, grün, blau? Sind da die Tasten? Moment. Lass mich. Okay, Moment. Ich probiere es. Gelb, rot, grün, blau. Oh, cool, cool. Was ist jetzt hier? Da muss eine Schallplatte hin. Ja, wo finde ich denn die? Das ist das sicherste Versteck in der Geschichte der Verstecke. Da oben in dem Bilderrahmen war eine. Irgendwo beim Aufgang der Treppe. Ich glaube, der ist oben. Das ist das Problem. Hier war eine. Kann ich da mein Brecheisen? Oh, der kam ja gerade raus. Uiuiuiui. Ich wollte gerade sagen, zum Glück ist der dumm. Moment. Steht er noch? Er geht dahin. Ja, kleine Tür nicht gut. Ah, perfekt. Ah, es hat gut geklappt, ja. Nee, das klappt nicht. Da kriege ich die nicht raus. Schade. Also, es sieht zumindest nicht danach aus. Oh! Okay, gut. Dankeschön. Wow, ey. Hier muss ich die Sicherung reinmachen. Ja, mit Sicherheit. Ah, cool. Und was macht das jetzt? Was hat das getan? Ah. Es hat was freigelegt. Oh, hier kommt der Code rein. Oh, nice. Oh mein Gott. Nein. Kack doch mal auf. Störrisches Biest. So, was für ein Boden hat das? Okay, das ist richtig. 2 noch. Okay, Moment. 08. Boah, ich kann mir das nicht merken. Das ist zu lange her, ey. Moment. Ich habe keinen Plan, wo er ist. Wir müssen hier mal nachschauen. Nummer 8691. Alles klar. 8691. Wo war das noch gleich? Hier. 8691. Come on! Yes! Wunderbärchen! Okay, cool. Wir speedrunnen das hier halb.
Nö. Yes, sieht gut aus. Jetzt brauche ich nur noch einen Anhaltspunkt. Oh, ein Tor. Für das Letzte. Sorry. Ich mach's mir mal bei deinen Schlubbern gemütlich. Wo könnte die letzte Trophäe sein? I don't know. Das ist... Ah, da ist das Geheimnis, die Schallplatte. Wir müssen die Schallplatte finden. Ach, come on. Sehe ich lecker aus, oder was? Oh, wenn ich Musik wäre, wo wäre ich? Hinter den Bildern? Guck mal, die sind so rund. Jo, Leute, ich weiß nicht. Das ist halt... Vielleicht ist das nicht der Fall. Hä? Oh, komm. Ich meine, man kann hier doch nicht umsonst hin, oder? Kann man hier umsonst hin? Man weiß es nicht. Nee? Das ist es definitiv nicht. Und hier war auch nichts weiter. Warum kann man hier lang nochmal? Keine Ahnung. Da war noch diese Rabenstatue, aber ich glaube, die können wir nicht greifen. Da oben in dem einen Raum. Ich probiere das nochmal. Ob das jetzt geht? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ja, ja, du hast was gehört. Hier ist vielleicht ein Einbrecher, man weiß es noch nicht. So, wo war das jetzt? Von wo hat er mich denn gesehen? Hallo? Da. Hier, das Ding. Das passt aber auch von der Form her nicht. Oh mein Gott, das funktioniert doch. Oh, man muss einen bestimmten Abstand und man muss Dollar werfen. Oh, ist das dämlich, Alter. Zum Glück bin ich Spider-Man. Okay, cool. Und jetzt? Nein, nicht sprühen. What? Oh mein Gott, sieht das geil aus. Oh, da geht die Klappe auf. Moment mal. Was war das da oben gerade? Wegen dem Licht? Okay, was passiert hier? Der kommt halt her, das ist ein Problem. Nicht ich umdrehen. Danke. Ich lasse ihn mal ein bisschen hochgehen. Lass mich hier mal umschauen. Was passiert hier? Oh! Ah, so! Okay, genial! Was ist hier für eine... Ich weiß nicht, was man mit diesen Farbeimern machen soll. Ich habe keinen Plan. Oh, hier ist die Trophäe. Oh mein Gott. Okay, cool. Das ist die letzte. Sehr, sehr cool. Ja, geh mal da ein bisschen nachsehen, mein Freund. Der ist so sinnlos. Der ist so sinnlos, der Typ. Mama ist nicht stolz auf dich. So, gib mir das Steuerrad. Dankeschön. Wir müssen in sein Schlafzimmer. Das hier anbringen. Richtig. Und jetzt... Öffnet sich da hinten der Gang? Ah, wir müssen das in... Wir müssen das anhalten, ne? Ah, so. Bei den Farben. Ja, verstehe. Das Problem... Ah, hier ist der Raum, ne? Das kann man von hier aus sehen. Schlüssel? Wofür haben wir das jetzt? Auch wieder fürs... Ist er der Vogelmann? Er ist der Vogelmann. Das Bild im Museum. Oder? Oh, das hat er hier geheim gehalten. Die stecken alle unter einer verfluchten Decke hier. Selbige habe ich jetzt hier mehrfach erklommen. Ah, so ergibt das ein bisschen Sinn. Gut, ich gehe zurück ins Museum. Da muss irgendwo ein Zahnrad, eine Zahnradtür sein. Und dann so allmählich müssten wir zum Ende kommen, weil es gibt keine Häuser mehr, die wir betreten können. Also zumindest, also wir können, glaube ich, alle aus der Beta. Ich schätze, das war's jetzt. Das ist der letzte Abschnitt, den wir spielen. Boah, ich bin verdammt aufgeregt, ey. Okay, was machen wir? Wir brauchen noch einen Tierkopf, den haben wir da noch nicht, den haben wir nicht gefunden. Ich dachte, den kriegen wir da. Aber nein, dann muss der im Museum sein. Dann ist das alles ein bisschen anders strukturiert, aber ist ja okay. So, den Schlüssel. Den müssen wir nur jetzt nach oben bringen. Don't mind me. Ja, ja, mach dir keine Sorgen. Kein Grund zum Stress. Alles chill, alles chill, alles chill. Warte mal, da ist Buch. Hier haben wir nicht den Schraubenschlüssel. Hier.
Arschgeile Nummer. Es hat gesaved. Alle diese... haben immer diese Vogelmasken. Das ist doch ein Geheimgang. Da ist doch was dahinter. Was haben wir hier? Da ist irgendwie was. Ich kann hier was hinstellen. Hä? Oh. Moment. Zack. Zack. Alle Bücher, die so ein bisschen groß sind und deplatziert wirken. So. Und nu? Wait. Ah, nee, da hin. Und das noch. Oh. Und jetzt? Hier muss noch irgendwas hin. Ich glaube, ein Buch fehlt da noch. Ich weiß auch welches. Oh, hier ist das Ding. Okay, sehr gut. Jetzt kommen wir da nämlich überall rein auch noch. Okay, wo war denn jetzt diese Tür? Die war hier gleich. Ich hoffe mal, er ist unten. Jetzt können wir da auch einen Shortcut freilegen in der Garage, aber ich bezweifle, dass wir das so wirklich brauchen. Und hier haben wir einen Ofen. Hier haben wir das Buch. Nice. Okay, jetzt aber schnell. Die Kinder haben Hunger. Cool. Wie jetzt? Excuse me? Da oben ist noch eins. Nee, ist es nicht. Hä? Okay, welches denn dann? Muss da noch eins rein? Nur bestimmte, oder? Oder in einer bestimmten Reihenfolge? Boah, keine Ahnung. Da oben ist eine Klappe. Ha. Huh. Okay. Ich weiß nicht. Ich habe keinen Plan. Ich habe es einfach geraten. Ich habe es einfach probiert. Ja, arschgeile Nummer hier. Und nu? Ist denn, das ist auch kein Schloss, das ist eine Note, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hier muss doch irgendwas hin. Ein Fischkopf. Mann. Ich weiß nicht wo. Wo soll ich denn jetzt noch suchen? Moment mal. Hier in diesem Raum. Da doch hier dieser Shortcut, aber das bringt doch nichts, oder? Nee, ich glaube, das ist einfach bloß ein Durchgang. Ja. Tja. Hier, oh mein Gott. Da. Hätte ich mich tot suchen können. In so übelst unsignifikanten Orten. Okay, gut. Wir pappen das Ding da dran. Und dann ist die Frage, dieser gelbe Schlauch zeigt ja, wir müssen noch irgendwas da oben machen. Auf dem Dach. Das reicht. Nee. Nee, es geht schon. Er weiß, dass wir es geöffnet haben. Er kommt aber nicht hoch. Kleiner! Ich komme. Oder so. Bald. Gleich. Wir brauchen noch einen Key. What? Als ob wir da nicht drüber klettern können. Wir können da nicht drüber klettern. Oh. Was ist da? Da ist noch ein... Da ist ein Hebel dahinter. Oh, hier ist ein Schlüssel. Okay. Aber das ist doch nicht hierfür, oder? What? Es ist dafür? Oh! Hallo! Wir haben's. Ich habe deine Nachricht gesehen. Oh. Komm mit nach Hause, Kleiner. Wahnsinn! Wir haben's geschafft! Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte gerade sagen. Oh, was macht der Kleine? Ich halte ihn an zu gehen. Oh, ich bin jetzt der Gefangene. Ach, that's why. Ich muss hier raus. Ich muss raus. Oh my god. Ach, Mann. Es ist noch nicht vorbei. Willst du mich verarschen? Okay, 0. 1, 0, 2, 4. Oh mein Gott. 3. Okay, wow. Es ist irgendein Code.
Das ist klar. So, Moment mal. Wir müssen das umgekehrt betrachten, richtig? Boah, ich bin mir nicht sicher, wie... Okay. Hier ist ein Schattenspiel. 2. 2 ist blau, rot ist 3. So. 2. Moment. 2. Ich denke mal, das ist die Mitte. 3. Was haben wir hier? 0. Ja, was soll das für eine Farbe sein? Gelb? Ist es 0 oder ist es lila? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt brauchen wir noch grün und, hier ist grün. Und lila halt. Okay, das ist die 7. So. Und 5. Okay. Ich hoffe, das ist richtig. Ansonsten vertausche ich orange und... Nee, das ist nicht. Okay. Dann ist das... Nee, warte mal, das muss ja lila sein. Das muss ja so sein. Warte, aber umgedreht. Hat das irgendeinen Einfluss? 7 ist grün, 5 ist lila, 2 ist blau. 3 ist rot, 2 ist blau, 3 ist rot. Und 0 ist doch hier das Orangene. Oder ist es das nicht? Moment. Ist es vielleicht das Falsche? Ich probiere das mal aus. Nee. Hä? Oh, so muss ich den Code eingeben. Ach, come on. Das ist ja kacke. Ah, okay. Alles klar. So, und nun, hier kann ich noch was abschnibbeln. Und da kommt der Schalter rein. Den habe ich zum Anfang aus der Klaue gefunden. Was macht das? Oh. Oh, ey. Hier ist noch ein Durchgang? Digga, das ist so gruselig hier, ey. Nicht. Was kommt der? Da ist eine Falltür. Was zum Arsch? Ich weiß immer noch nicht, was es mit diesem Krähenmann auf sich hat. Aber wir können da runter. Was ist das für ein Raum hier? Oh, dieser hier. Okay. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. What? Hallo? Okay, wir können hier raus. Ah, der... Ah, jetzt hat er es mal mitgekriegt, du Superheld, Alter. Oh, was für ein Genie. Oh, what? Oh mein Gott! Oh. God damn it. Oh mein Gott, ich will endlich fertig werden, to be honest. Oh, da ist der Junge! Kommt da selber nicht weiter. So, Nummer 1. Oh, what? Ich dachte, das geht. Ich hab den noch abgeworfen. Scheinbar nicht. Alright, hier ist mein Startpunkt. Die Falle? Ist nicht mehr da. Okay, ich muss irgendwo einen großen, gigantischen, roten Schlüssel kriegen. Der hat hier viele Sachen abgeschlossen. Oh, da hoch komme ich jetzt auch nicht mehr. Was ist hiermit? Nein. Okay, es muss irgendeine... Ach, Mann! Eine spezifische Tür geben, wo ich reinkomme. Hier nicht. Hier nirgends. Udo nirgends quasi. Aber wo denn dann? Oh, hier komme ich auch nicht mal rein, ne? Ich dachte nicht, dass er so schnell wiederkommt. Das funktioniert nicht mit dem Abwerfen. Das habe ich auch gesehen. Das haben sie eigentlich reingepatcht, dass man das machen kann, aber okay. Oh. Oh, oh mein Gott. Oh, Junge. Sie schaffen es auch leider, das Spiel extrem, extrem penetrant zu machen. Ich habe gar nichts mehr.
Okay, das Problem ist dann aber an dieser Stelle, also ich brauche einen Feuerlöscher und ich brauche den Wrench. Wo finde ich die denn jetzt nochmal? Boah, ey, in der Sequenz ist es übel schwer, den abzuschütteln. Hat der den Schraubenschlüssel an sich? What? Der ist ja verrückt. Hallo? Oh, was soll das denn? Ey, wie soll ich den denn kriegen, wenn der den hat? Oh nee, das wird übel nervig. Warte mal. Wenn er mich sieht, bin ich tot. Der darf mich nicht ein einziges Mal sehen. Na, das schaffe ich nicht bis dahin. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Guck mal! Oh mein Gott! What? Digga! Hallo! Hat er mich noch? Guck mal, wie fix der ist! Wow. Nö, lass mich doch durch hier. Oh mein Gott. Okay. Wir schrauben das erst auf und dann holen wir von unten den Feuerlöscher. Der hat mich gesehen. Ach du heiliger Strohsack. Oh, der teleportiert. Okay, wie soll ich das machen? Gut, ich muss da rein. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Hier ist der. Wir müssen uns so in Acht nehmen vor den Fallen. Wo ist er? Digga, ich... Oh Gott! Jetzt campt der da! What? Hau ab! Was mache ich denn jetzt mit dem? Oh, ich kann ihn abwerfen. Mit dem Wrench, den brauche ich ja jetzt nicht mehr. Warte mal. Oh, LOL! Okay, ich muss irgendwo für Aufmerksamkeit sorgen. Hier. Ja, geh dahin! Er muss eigentlich hoch. Das ist eigentlich crazy. Oh! Ich muss die Tür aufmachen. Digga. Das braucht so lange jetzt. Reagiert der da drauf? Nee. Okay. Nur nicht riskieren. Der ist so schnell hier. Das glaubst du nicht. Okay. Immer in Schüben. Das muss ganz aus. Yes, ich hab's! Das Problem ist... Ey, das Ding ist kochend heiß eigentlich, ne? Ich komme da halt nicht hin, solange der da ist. Kommt der da hin, bitte? Och, Junge, jetzt... Jetzt hör auf zu zaubern, bitte! Oh Gott. Oh, der ist gerade hochgeflitzt. Ich kann! Komm schon! Der saß da nicht. Das Buschmu. Hau ihm in die Fresse! Die Tür! Oh. What? Aber... Alter, tut ihm leid. Aber ist das jetzt sein Vater? Ich verstehe die Story gar nicht. What? No! Irgendwer hat mich gekriegt. Der Junge hilft ihm, aber das hilft ihm selbst nicht. Das war's. Hello Neighbor 2, Leute! Wir haben es erfolgreich durchgespielt und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das Ding ist,
Es ist jetzt natürlich... Ich habe das durchgespielt, 2,5 Stunden lang. Und es ist irgendwie klar, dass mich das ein bisschen schlaucht nach einer Weile. Ich wollte irgendwie fertig werden, es ist alles ein bisschen viel. Ey, die Stelle mit dem Gewehrtyp, das war extrem anstrengend und nervig, weil das Haus so klein war und der übel aktiv. Das hat ein bisschen gesackt. Das war zu viel. Der war zu schnell, der war zu überall. Der hat dich stacken können mit seinem Gewehr. Das war doof. Das im Haus mit dem reichen Typen, da die Villa, ist mir viel besser gefallen. Ja, overall war das, ich sag mal so, die schwächste Sequenz. Aber wie das aufgebaut ist, fand ich cool. Sehr kryptisch die Story wieder. Ich bin nicht genau sicher, was ich davon halten soll. Ob die jetzt tatsächlich eine Verwandtschaft haben. Es hieß ja irgendwie, ja, der Nachbar, der eigentliche, hat seine Kinder verloren und hat den jetzt irgendwie geklaut oder so. Aber irgendwie scheinen die sich doch irgendwie zu kennen, beziehungsweise der Junge hat halt irgendwie ein großes Herz. Das Ding ist, da waren halt noch andere Leute, die gehören alle zu irgendeinem Cult. Also wie so eine Sekte, das mit diesen Vogelmasken. Da steckt halt viel, viel mehr drin, ne? Was ja angedeutet wurde mit den Geheimräumen und so. Und diesen Masken, die da überall rumlagen. Sehr schön gemacht, sehr solide. Ein bisschen anstrengend hier und da. Ein bisschen dieser Stealth-Aspekt, der war dann irgendwann über. Das hat auch konzeptionell nicht so richtig funktioniert. Man konnte nur crouchen. Das war halt... Ja, ich habe das Gefühl, es ist egal, was man gemacht hat. Die kamen immer zu einer gewissen Zeit, weil die AI so eingestellt ist, dass die wissen, welche Items du hast und so weiter und so fort. Also ist alles ein bisschen... Alles ein bisschen tricky, aber nichtsdestotrotz, wir haben es durchgestanden. Ich hoffe, ihr hattet Fun, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Schauen. Und schaut mal bei Just Legends vorbei, wenn ihr euch noch so ein Self-Bundle holen wollt. Bis dahin, Leute. Macht's gut.